Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen, Version 2.0. Das V3 ist in Arbeit. Wann genau, weiß ich nicht. Änderungen werden sein. Im Grunde, es kommt Produktion dazu, es kommen einige neue Fruchtsorten dazu. Ich glaube 5 Stück. Und Verkaufsstellen werden entsprechend erweitert. Beziehungsweise umgebaut. Zum Beispiel das Sägewerk soll einen anderen Platz bekommen. Dafür kommt eine Produktion hin, dafür mit Dünger und so. So. Kann da weitergatschen und wir fahren indessen mal die Gülle von der Kälberprinzip leer. Mit einem großen LKW. Hat ja letztes Mal nicht so geklappt mit Overdrive. Sind wir in den Kreis gefahren. Und da jetzt ja sowieso später im Alter Mist gemacht wird, mache ich mir jetzt deswegen keine Gedanken mehr wegen, wie genau das und nicht hinhaut. Aber wir haben 2. Können wir anhängen? Nö. Ich hatte mit dem LKW mal probiert, also mit dem Traktor, besser rumgucken in der Kurve. Der Arnenburger steckt noch da rum. Na gut, der wird ja bei Regen sauber, ne? Der ist so weit repariert, also nicht das Problem. Ja, bei den KI-Bauern doch schon. Der noch aufgemacht für mich. Hier die BGA wollte ich noch leer machen. Dann die Silos funktionieren, so wie es sein soll. Ich meine, ich glaube nicht daran, dass es ihm verkehrt läuft. Das läuft wahrscheinlich allgemein verkehrt. Ja, viel Gülle ist ja nicht, ne? Also paar Liter haben wir schon noch. Die können wir ja gut verwerten und zu Geld machen, ne? Trink ein bisschen nebenbei Cappuccino. Oh, schon wieder 5. Das vergeht auch wie die Saudi. Ich habe heute ein bisschen die Kabelei umgebaut. Ich habe ja geglaubt, dass eben ein WLAN-Kabel, also WLAN nicht, Quatsch, ein LAN-Kabel, meine Geschwindigkeit erhöhen könnte oder verbessern könnte im Netzwerk. Ne, hat sich nichts geändert. Die machen gerade so eine Werbeaktion hier. Vierteljahr umsonst und dann zahlen einen Vertrag hinterher. Oder halt einen Vertrag mit sich. Und da springen halt viel drauf und dann her ist die Netzwerkgeschwindigkeit im Keller, ne? Das ist mein Problem seit dem Internet. Habe schon früher den Verdacht gehabt, dass es daran liegt, dass da plötzlich so ein Prinzip ist, die Netzwerkauslastung dafür nicht ausgelegt, ne? Und so viele. Die ist ein bisschen schwierig mit dem Auto zu fahren, weil auch die Kurverei hier so komisch ist, so umständlich. Also Mist wird angezeigt, Gülle nicht. Das macht aber nichts, Hauptsache gibt mehr Geld. Was leisten können, ne? Kleinigkeiten so. Wälder anpflanzen macht da jetzt keinen Sinn, eine neue Karte kommt. Aber die Felder sind im Großen, damit die Ecke auch noch machen können. Ne? Aber wie gesagt, das ist das Problem. Die Drescher kommt eh nicht rum. Aber eben nicht, ist nicht so, wirklich so schlimm. Das Silo würde auch gehen. Also, wenn das funktioniert mit dem Silo, dann brauche ich das andere Silo nicht. Aber
bin eigentlich ganz gut zufrieden. Mit anderen Silo geht ziemlich alles rein. Nutze zwar nicht für alles, aber ist halt möglich. Ne? Ich würde nicht im selben Silo Mist reinfahren oder drehen, wenn wollte ich. Oder in dem Augenblick auch Getreide, also würde ich nicht tun. Allein der Gedanke reicht mir schon, wo ich sagen müsste, naja, das ist nicht das Richtige. Der Autodrive findet an den Punkt nicht zum Aufladen und zum Abladen macht er auch nicht. Weil er den Trigger nicht findet. Im Winter ist die FPS-Zahl besser. Muss weniger berechnen. Obwohl hier vorne immer ein bisschen einbricht. Ja, gut, ne? Hier sind die Gebäude zu sehen. Und zum einen die Gebäude, die ich gesetzt habe, zum einen die Gebäude, die schon von vornherein vorhanden sind. Ne? Und das macht sich deutlich bemerkbar, sehe ich gerade. Auch in der Spielleistung, also 30 runter. Stroh, ne? Tiere sollen sich auch bemerkbar machen, also. Müsste eigentlich den Hof getrennt machen. Ein Hof Landwirtschaft, also Pflanze, und ein Hof rein Tiere, dass wir da nicht überall. Ja, das ist die verkehrte Richtung. Fahren wir mal die Runde, ne? Dass wir ein bisschen das entzerren, ne? Also im Prinzip, dass wir da als Hof 1 hier die ganze Trecke und Dresche Geschichte haben. Hier die Kühe. Das ist ein bisschen verteilt, ne, dass wir nicht alles auf einen Haufen haben. Ja, diesen Punkt muss man treffen. Ne? Wenn ich da schon Schwierigkeiten habe, dann hat Outdrive das Recht Schwierigkeiten. Gülle fahren, ja gut, muss ich auch mal sein. Obwohl die Gülle näher alle ist, dann ist das nachher gibt es nur noch Mist. Das ist zum Glück. Jetzt haben wir Zeit dafür. Im Sommer, wenn die Ernte läuft, haben wir keine Zeit. Oh, es kommt bei mir Sonne raus. Ein bisschen zu hell. Es waren Wolken, aber Sonne ist meistens ein Zeichen dafür, wenn bei so einem Wetter meistens noch Gewitter kommt. Die eine ist in der Höhe recht kühle Luft und das ist der Verkehrträger. Das kommt da auch noch hinzu. Wir haben hier zwei Ställe. So ist haben fast alle 6000 da drin. Habe ich mein Mehlprogramm noch auf? Muss ich kurz schließen. Ja, ja, dann auf. Meistens Werbung. Ja, Facebook meldet sich wieder. Das schließen wir mal. Das müssen wir nicht haben, ne?
können aber innen fahren, ne? So viel schöner. Hier mit LKW rückwärts reinfahren und Stroh ausholen, das lohnt sich nicht, weil die Futterherstellung noch, in Anführungszeichen, zu wenig braucht. Aber den könnte man da runterholen mit Outload, das stimmt. Die Lageballen haben wir keine. So, jetzt den Punkt zu erraten ist auch schlecht. Ah, haben wir gefunden. Okay, dann werden Gülle erledigt. Also erstmal ne, groben und ganzen. Über den Güllewagen wegstellen. Und dann schauen wir das bisschen Holz. Jetzt kommen die Arbeiten, wo Holz kommt. Ne? Also leider. Wer es mag, ist gut. Wer es nicht mag, kann es leider nicht so viel ändern. Also morgen, also ingehen morgen füttern angesagt. Ne? Also das ist halt die Winterarbeiten. Ne? Also füttern, Tiere sauber machen. Ich müsste noch Gras drin haben im Lager. Können wir ja gleich mal Diesel holen, ne? Tanken Diesel, ein bisschen auf 5000 aufnehmen. Das können wir ja tun. Den fahren wir aber auch eine Halle jetzt rein, ob da Platz ist, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob da Platz ist. Ja, wir haben noch Platz. Dann kann die Heutrocknung weiterarbeiten, dann können wir das Gras noch rausholen aus Lager und weiter auch zu Heu machen. Ne? Na, rückwärts fahren ist nicht mein Ding. Aber wir können ja üben, das ist nicht so schlimm. Ups, der Pfeiler. Wir müssen ja die Party nehmen an hier, wa? Haben meine Nachbarn Besuch, sehe ich gerade so. Über mir oder neben mir, keine Ahnung irgendwo. Über mir ist schlecht. Sehr aktiv. Der Fußboden ist sehr hellhörig. Dann würde ich entsprechend na, eine unruhige Nacht nicht, aber unter Umständen wird es ein bisschen aktiver, kann man sagen, ne? Wir haben noch Diesel drin, Junge. Wir können auch Diesel tanken. Das ist ja bares Gold. Das haben wir jetzt dicks rein in die Heutrocknung. Müssen wir leider stehen lassen, LKW, weil das ist dann, der macht ohne nicht leer. Ist ja im Grunde richtig, die Pumpen müssen ja auch funktionieren, ne? Aber der braucht dringend Diesel, dann kann der weiterarbeiten. So. Sind wir auf die 9 gekommen. Wie gesagt, der LKW muss stehen bleiben. So, dann kann das Gras noch entsprechend verarbeitet werden zu Heu und dann können wir nächstes Mal Heu hier rausfahren. Ne? Dann hauen wir ein Diesel hier rein. Wir haben mal kurz mal zum Wald laufen. Schauen wir mal die Bäume an. Ne? Verkaufen haben wir glaube ich nichts. Nicht von Bedeutung. So, das ist die andere Preisliste. Also wir haben nicht viel drin. Wir haben ein bisschen drin, aber nicht viel. Wie gesagt, Gras drin. Das Gras wollen wir zu Heu machen. Oder Silage, je nachdem. Tja. Einen Weg habe ich mir eigentlich schon gemacht. Wieso mit der jetzt? Ja, die Stumpen sind ja auch schon teilweise weg. Gut, klar, da wo die Bäume noch stehen, vielleicht nicht. Aber
So, nächste Aufgabe: Holz machen, ne? Mal kurz auf. Ob der noch läuft, ne? Das funktioniert noch, ja. Der Arm geht hoch. Ich meine, das Schöne ist hier im Wald, das sind alles große Bäume. Können wir noch ein Sägewerk aufbauen? Wäre eine Option. Das wäre eine Abwechslung. Aber müssen wir dafür Geld verdienen, ne? Immer Bäume fällen, Bäume verkaufen und dann Sägeweg. Könnte man hier ein bisschen leiser einstellen. Das hatte ich ja auch letzte Woche gehabt, dass ich zu laut war. Hatte einfach den einen Filter auch zu stark eingestellt, also Filter in dem Sinne eine Verstärkung des Tons, ne? Und dann gibt man das weiß, wie es geht, und dann ist es nur eine Frage der Einstellung, ne? Also wenn es zu laut ist, ist es schlecht. Blöde ist, während der Aufnahme merke ich es nicht, ne? Was ich jetzt gleich mal machen werde, prüfen. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein, die heutige Folge. Dann sagt mal tschüss und ciao ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, und allen Dank, die mal geliked haben, abonniert haben neu. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Immer raus mit der Sprache, was ihr wollt und was ihr möchtet. Manchmal hat ja der eine oder andere mal einen Wunsch. Kann man ja gerne darüber reden und uns erfüllen. Dann versucht das mal einzurichten. Tschüss.